So Leute, ich grüße euch zu diesem aktuellen kurzen Infovideo und es geht jetzt speziell um die CDU und deren Vorsitzenden, beziehungsweise der neu jetzt quasi gesucht wird. Ist ja hier quasi wie bei einer DSDS-Sendung. Irgendwelche Namen werden in den Raum geworfen und so weiter und so fort. Und jetzt geht es speziell um Norbert Röttgen. Das ist hier ein Politiker aus meinem Bundesland, aus NRW, wie aber auch alle anderen drei auch, muss man dazu sagen. Merz, Laschet und ich komme gerade nicht drauf. Spahn, genau, Spahn. Das sind jetzt die vier Kandidaten. Und man, wie soll ich das sagen? Norbert Röttgen. Also der hat auch so seine positiven Seiten wie negativen Seiten, wie ich persönlich finde. Und da muss man auch wieder abwägen, ist das die bessere Wahl als die anderen drei Kandidaten? Schreibt da eure Meinung gerne mal in die Kommentare rein. Aber ich denke einfach, er ist der erste Kandidat, der sich wirklich erklärt, warum er kandidiert, wie er kandidieren will und was er vorhat mit der CDU. Und das finde ich gut. Ich habe nämlich diesen Livestream soweit verfolgt und habe da ein paar Punkte zu rausgeschrieben, die ich euch nennen möchte, die er nämlich so genannt hat. Er hatte insgesamt sechs Gründe für seine Kandidatur, wie er die so ein bisschen begründet, vorgelegt. Gehe ich nicht alle komplett drauf ein, aber der erste zum Beispiel war: Die CDU wäre eine Partei der Mitte. Und da muss ich ganz klar sagen, Herr Röttgen, das ist nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, ob Sie das noch nicht mitbekommen haben. Das sehe ich definitiv nicht so. Er fordert weiter eine Abgrenzung nach rechts und gegen Rechtspopulismus. Okay, kann man ja sagen. Kann man ja auch meinen. Aber was ist mit der Abgrenzung zu Links- und Linksradikalismus? Das hat mir jetzt hier wieder typischerweise gefehlt. Das ist ja in unserer Gesellschaft offensichtlich aktuell nicht erwünscht. Genauso spricht er sich gegen eine Abgrenzung zur AfD als Partei, sorry, nicht zur Abgrenzung der AfD als Partei, sondern deren nationalistischem Denken aus. Okay, lassen wir mal so stehen. Und dann hat er auch noch gesagt, dass das Geschäft quasi der AfD wäre, mit Angst zu arbeiten. Und dass man dieses Geschäft quasi oder diese Angst dem Bürger nehmen müsste, um da wieder anzusetzen. Und das wäre sein Lösungsansatz dafür wäre Reden. Jo. Und da sage ich ganz ehrlich, Herr Röttgen, das ist Schwachsinn, denn Reden ist nicht gleich Handeln. Wenn gehandelt wird, dann nimmt man Bürgern Angst. Und Angst kann man Bürgern nicht nehmen, indem man hingeht und einfach nur immer irgendwelche Wortphrasen raushaut und irgendeinen Unsinn. Das kann ich nicht nachvollziehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, er hat sich sehr, sehr stark auch außenpolitisch auf Idlib soweit geäußert, da unten in Syrien. Und das liegt meines Erachtens nach daran, dass er ja auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses soweit ist. Hat für meinen Geschmack in dieser Konstellation oder in diesem Rahmen, wo er sich da gerade artikuliert hat und dargestellt hat als Bewerber für diese Position, einfach nicht zusammengepasst, diesen kompletten Sinn habe ich nicht gesehen, den er da meinte zu verbreiten. Weiß ich nicht, konnte ich nicht nachvollziehen. Kommt aber heute Abend um 18 Uhr im Hauptkanal Olli noch ein Video zu. Und dementsprechend jetzt eure Meinung gerne unter reinschreiben. Was haltet ihr von dem? Wäre das euer besser Favorit für den Parteivorsitz, respektive dann auch für den Bundeskanzlerposten oder auch nicht? Haut rein, bis zum nächsten und ciao.